18.254 Unfälle mit Personenschaden gab es in der Schweiz im Jahr 2023. Praktisch alle davon sind auf menschliches Versagen und nicht auf technische Defekte zurückzuführen. Auch spannend, bei Unfällen mit Motorrädern sind oft andere Verkehrsteilnehmer Auslöser des Unfalls. So sind Kollisionen mit anderen Fahrzeugen der häufigste Grund für Motorradunfälle. In 60% der Fälle tragen dabei die anderen Fahrzeuglenkerinnen und Lenker die Verantwortung, wie die Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU mitteilt. Grund genug für uns, uns mit unserem Partner TCS zusammenzutun und uns auch mal die andere Seite, die der Autofahrer, anzusehen. Um Unfälle zu minimieren, werden moderne Autos mit immer mehr Assistenzsystemen ausgestattet, obwohl der wichtigste Faktor hinter dem Lenkrad sitzt. Das weiß auch der TCS und bietet mit seinen freiwilligen Weiterbildungskursen darum verschiedene aufeinander aufbauende Module mit dem Ziel, besser und sicherer zu fahren an. Wir schauen uns heute mal den Grundkurs PW Basis an, um zu sehen, was wir noch zu lernen haben. Wir haben eine Theorie gehabt jetzt am Morgen hier, haben auch ein bisschen geschaut, was sind die Erwartungen, was erwartet sich die Leute von diesem Kurs. Schon ein paar spannende Inputs zur Gewichtsverteilung, beim Gasgeben, beim Bremsen, bei Kurven und so weiter und so fort. Aber das Motto vom Kurs, hat der Speedy uns jetzt auch schon erklärt, ist Lernen durch Erleben. Und darum fahren wir jetzt mal raus und schauen, was uns hier erwartet beim PW-Basiskurs vom TCS. Im Theorieteil wird schnell klar, Unfälle vermeiden beginnt bereits weit vor dem ersten Bremsen oder der ersten Lenkbewegung. Vorausschauende Fahrweise, angepasste Geschwindigkeit und genügend Abstand schaffen hier das größte Sicherheitsplus. Doch was, wenn es doch mal zu einer brenzligen Situation kommt? Wie reagiere ich? Um das zu erleben, fahren wir jetzt auf den Trainingsparcours. So, Übung 1, auf einmal Vollbremsen, schauen, wie fest ja, tut das hier so. Es ist jetzt noch ein normaler Strassenbelag. Nass, ja, aber normaler Teer, sodass wir noch relativ gut haben. Aber wir müssen ein Druck vermindern, jetzt sind wir im Rotlicht, oder? Wenn wir weggehen, sind wir da so drin bleiben. So ist das. Ihr gehört hier immer, im Funkgerät habe ich den Instruktor, der Informationen gibt, mir und allen anderen, die hier mitfahren. Ich warte jetzt, bis er mir das Go gibt zum Fahren und dann schauen wir mal, wie das tut. Übung 1 ist dabei so simpel wie elementar. Vollbremsung. Eigentlich ganz einfach. Voll reintreten. Wichtig ist dabei primär der sogenannte Bremsschlag, also wie stark im ersten Moment aufs Pedal getreten wird. Von ihm ist die Bremsunterstützung abhängig, die hilft im Notfall die maximale Bremsleistung abzurufen. Auch wichtig, bis zum Stillstand weiterbremsen und nicht wie beim sanften Anhalten an der Ampel vorzeitig das Pedal entlasten. Beim nächsten Versuch geht es auf den Gleitbelag. Der liefert weniger Grip. Dadurch werden einerseits die Reifen geschont und andererseits bei tieferen Geschwindigkeiten anspruchsvollere Fahrsituationen geschaffen. So, 40 km auf die mittlere Spur, rauf zu. Hat bremst. Eigentlich funktioniert das mit ABS also genau gleich. Aber der Bremsweg wird länger. Während mit 40 noch ziemlich rasch gestoppt werden konnte, hätte ich das Hindernis mit nur 10 km/h mehr voll erwischt. Gerade wenn die Verhältnisse schwieriger werden, ist die angepasste Geschwindigkeit elementar. Doch nicht nur das Bremsen, auch das Kurvenfahren will geübt sein. Denn wann bewegen wir uns im Alltag schon mal am Grip-Limit? So, wir gehen jetzt Slalom fahren, bremst haben wir, schauen, ob wir um die Kurve kommen mit dem Fahren. Let's go! So, bis jetzt ist noch alles gut. Davor kommt jetzt so ein Wassergraben. Jetzt schiebt er das Vorderrad, wieder können auffangen. Jetzt wieder hinterkommen. Aber eigentlich alles easy. Genau. Das ist schön, wenn du schnell geworden bist. So. Ja, hat er ein paar Mal den Grip verloren, aber ich konnte eigentlich immer wieder einfahren. Das hat sogar ziemlich viel Spass gemacht, muss ich ehrlich sagen. Beim Slalomfahren am Grip-Limit ist weniger eindeutig mehr. Wer hier nämlich zu schnell, zu stark lenkt, überlastet die Vorderreifen, worauf diese mit Untersteuern reagieren. Etwas mehr Geduld und Gelassenheit führen hier zu mehr Grip und Kontrolle. Die richtige Blick- und Lenktechnik tun dann den Rest. Bremsen und Slalom sind nun behandelt. Aber was ist mit der Kombination aus beidem, wenn wir bremsen und gleichzeitig ausweichen müssen? Dank ABS geht dies eigentlich ganz gut. Doch auch hier zeigt sich wieder, die richtige Geschwindigkeit ist entscheidend. Wir fahren auf dem Schneebelag, also auf dem simulierten Schneebelag. Es kommt das Hindernis auf, ausweichen, das zweite Hindernis ausweichen, möglichst Kontrolle behalten, trotzdem es rutscht. Jetzt mit etwa 50 km/h, mal schauen, ob es längt, dran vorbeizukommen. So, wir kommen. 50 km/h.
km drauf zu. Keine Chance. Mit 45 km/h war das Bremsen und Ausweichen noch problemlos machbar. Mit nur 5 km/h mehr wurde es zum aussichtslosen Unterfangen. Die Physik ist schlicht nicht zu schlagen. Und wenn es dazu noch bergab geht, wird das Ganze noch diffiziler. Relativ viel Konzentration erfordert, hat aber gelangt, beiden Hindernisse auszuweichen. Puh, aber bergab ist das schon nochmal ein anderes Thema mit dem Bremsen, als wenn es gerade ausgeht. Und halt eben natürlich hier auf dem Belag, der relativ rutschig ist und so Schnee soll simulieren. Schon nochmal ein bisschen etwas anderes, aber echt cool, das mal zu erleben. Je höher dabei die Belastungen werden, umso wichtiger wird neben der Blick- und Bremstechnik dann auch wieder das Lenkverhalten, wie wir am eigenen Leib erfahren durften. Was extrem spannend ist, wenn wir jetzt hier auf dem Gleitbelag am Ausweichen und am Bremsen sind, ist, wie viel Einfluss das hat, wie schnell wir das Lenkrad drehen. Also ich habe jetzt aus dem Gefühl heraus immer viel zu schnell bewegt, was dann bedeutet, dass sich die Vorderachse, also die Vorderräder komplett überlastet sind und es ist fast wie gar keine Lenkbewegung gemacht. Jetzt beim vorderen Mal habe ich es relativ schön langsam gemacht. Wahrscheinlich hat man das so gesehen in der Aufnahme, dann bin ich gut an den Hindernis vorbeigekommen. Jetzt probieren wir mal zu demonstrieren, wie es ist, wenn ich wirklich schnell das Lenkrad umreisse. So wie man es eigentlich instinktiv machen würde, wenn man etwas ausweichen will. Was aber eigentlich laut Speedy hier, wo der Instruktor ist, keine gute Idee ist. Jetzt werden wir dann mal schauen, ob es wirklich so eine schlechte Idee ist oder ob das vielleicht gar nicht so stimmt, wie er das erzählt. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass er relativ viel Erfahrung hat. Also jetzt, wir probieren es nochmal mit schneller Lenktechnik. In der Theorie sollte es nicht funktionieren. Schauen, wie es in der Praxis aussieht. Vielleicht krachen wir voll in das Hindernis. Vielleicht können wir das System aber auch übertöpeln. Let's see. Jetzt kommen wir hier. Hindernis, schnell. Absolut. Keine Chance gehabt, jetzt mit dem schnellen Drehen. Der Vergleich zu vorher ist frappant, oder? Die Geschwindigkeit eigentlich gleich. Jetzt einfach schnell das Lenkrad umgerissen. Beim ersten ist es noch so halb gegangen und dann aber kein Brot, voll übersteuert und nicht mehr wieder zurückgekommen. So, echt krass, was hier der Unterschied ist zwischen feinem Einlenken und voll durchziehen. Gerade für diese Erfahrungen ist ein Kurs wie der PW Basis des TCS Gold wert. In sicherem Rahmen mit dem eigenen Auto erleben, wie dieses in Extremsituationen reagiert, ist dabei nicht nur sehr lehrreich, sondern macht auch ein bisschen Spaß. Was ganz speziell auch für die Übung auf der Schleuderplatte gilt. So, ab auf die Schleuderplatte. Die tut jetzt mein Heck hier etwas unruhig machen und ich werde versuchen, das Auto trotzdem irgendwie zu halten. Und ab geht's! Jetzt ist es relativ einfach gewesen. Scheinbar, weil ich zu schnell war. Jetzt gehen wir erstmal etwas langsamer, dann wird es wahrscheinlich etwas schwieriger. Was ja auch wieder etwas spassiger könnte sein. Jetzt aber nicht allzu schwierig gewesen, einfach schnell gegenlenken. Aber da ist jetzt eben nicht mehr das mit dem Feinlenken, wie wir vorher immer angeschaut haben, sondern wirklich hier schnell Bewegung, schnell gegenlenken, damit möglichst schnell das Auto wieder gerade wird. Die Schleuderplatte ist vor allem eine theoretische Übung. In der Realität dürfte eine solche Situation relativ selten vorkommen. Und doch ist es interessant, wie verschiedene Inputs sich ganz unterschiedlich auf die Stabilität auswirken. Wir sind immer noch auf der Schleuderplatte. Jetzt versucht zwei ein bisschen langsamer, weil dann passiert scheinbar mehr und es ist ein bisschen schwieriger. Aber es ist extrem, wie das Auto schon ist. Du hast ja keinen ESP, also kannst du auch abschalten. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade gehört auf dem Punkt. ESP hat das Auto hier nicht. Das ist alles absolut manuell. Scheint aber wirklich gut zu sein, das Auto. Also nicht schlecht, ich bin echt positiv überrascht, weil ich ja wirklich nicht der Jüngste. Doch schon 11 Jahre auf dem Buckel. Aber macht seinen Job ganz gut hier.
Das Geheimnis für mehr Stabilität auf der Schleuderplatte mit einem frontgetriebenen Auto ist das Gas. Geht man im Moment des Kicks leicht ans Gas statt auf die Bremse, führt dies auf dem Gleitbelag zum Gripverlust auf der Vorderachse und somit zu mehr Gewicht und dadurch Grip auf der Hinterachse, wodurch das Auto schneller stabilisiert werden kann. In einem realen Szenario mit Hindernissen und Gegenverkehr wäre die Bremse aber eindeutig die sichere Wahl. Doch wie gesagt, sollen auch der Spaß und das Erlebnis nicht zu kurz kommen. Zum Abschluss geht es darum noch einmal auf die Kurvenbahn mit Gleitbelag, wo wir im Verlauf des Tages auch schon andere Übungen durchgeführt haben. Zum Abschluss sind wir jetzt hier nochmal auf dem Kreisverkehr mit dem Rutschbelag an und können mal so ein bisschen frei ausprobieren, was passiert, wenn wir zu viel Gas geben, zu schnell, zu langsam reinfahren. Mal ein bisschen ausprobieren, was die Handbremse bewirkt, was die Bremse bewirkt, was übersteuern, untersteuern. Auch mal so ein bisschen zum Ausprobieren, was es so macht, wenn jetzt mal fährt, verrutschen irgendwo auf dem Schnee oder was auch immer. Das machen wir jetzt hier noch zum Abschluss. Und wir schauen jetzt mal, was der Fokus hier alles mal leidet. Gehen wir mal rein. Jetzt fährt er einfach mal grob auf Untersteuern, kurz reinbremsen. Dann kommt der Hinger ein bisschen mehr, können wir ein bisschen gegenlenken, können wir ein bisschen Gas geben. Das ist eigentlich recht nice. Wie gut, dass man es unter Kontrolle halten kann. Also, wenn man ein bisschen gegenlenkt, wenn man ein bisschen hinterkommt, wenn man ein bisschen vorkommt. Der Handbremse, das Ding, zack, also echt nice. Ja. Gerade über die dynamische Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse lässt sich bei dieser Übung viel erleben und lernen. Mehr Druck bedeutet dabei mehr Grip. Schiebt das Auto also beispielsweise über die Vorderachse, kann mit einem kurzen Bremsstoß Gewicht auf die Vorderräder gebracht werden, womit diese wieder zu lenken beginnen. Bremst man länger, geht die Haftung dann wieder verloren und das Auto schiebt gegen den Kurvenausgang, wird aber auch langsamer. Bremsen, Kurven fahren, ausweichen, schleudern, mit wenig Grip umgehen, wir lernten unsere Fahrzeuge an diesem Tag deutlich besser kennen. Doch lassen wir zum Abschluss doch nur kurz einen Profi zu Wort kommen. Speedy, was sind die wichtigsten Tipps für sicheres Fahren? Meine Tipps für sicheres Autofahren: gute Sitz-, Blick- und Lenktechnik, möglichst viel Abstand, vorausschauend fahren und gut planen beim Fahren, also auf die anderen ein bisschen Rücksicht nehmen und nicht etwas rumkäferle. Das ist doch mal ein gutes Schlusswort. Wer selbst mehr über Sicherheit im Verkehr lernen möchte, findet alle TCS-Trainingsangebote unter www.tcs.ch. Ja, das ist der PW-Basiskurs vom TCS. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick darüber bekommen, was ich hier so erwarten würde, wenn ihr hierher kommen würdet. Ich fand es sehr spannend, gefunden, wieder mal das Auto so ein ins Limit zu bringen. Also vor allem Vollbremsen und auf rutschigem Unterlag, Bremsen ausweichen, Schleuderplatten usw. Echt die Sachen, die man wie normalerweise nicht macht. Egal, ob man 20.000 km im Jahr fährt, normalerweise fährt man einfach. Und es ist alles irgendwie so ein in einem sicheren Rahmen, wenn man alles richtig macht. Und hier kann man mal spüren, was wäre, wenn. Kommt also ein bisschen das Gefühl dafür, ist, was ist schnell, was ist nicht schnell, wo kann ich noch reagieren, wo müsste ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Also ein sehr spannender Kurs, den ich absolut weiterempfehlen kann.